Heute beschäftigen wir uns mit den Grundlagen der Harmonielehre. Es gibt ja zwei Ansätze, die sogenannte Stufentheorie und die Funktionstheorie. Und ich werde immer wieder gefragt, was ist eigentlich der Unterschied? Wozu brauche ich eine Stufentheorie? Wozu brauche ich eine Funktionstheorie? Kann man nicht einfach die Akkorde als Akkorde benennen? Was weiß ich, C-Dur, D-Moll, A-Moll und so weiter. Wozu brauche ich diese Begriffe? Die Grundlage für beide Ansätze ist die Tonleiter. Und ich kann ja jedem Tonleiterton eine Stufe zuordnen. Das ist die erste Stufe, zweite Stufe, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte. Das bezeichnet man mit römischen Ziffern. Jetzt kann ich über jeden Tonleiterton einen Dreiklang aufbauen. Also Dreiklang der ersten Stufe, Dreiklang der zweiten Stufe, dritte Stufe, vierte Stufe, fünfte Stufe, sechste Stufe, siebte Stufe, achte Stufe wäre wieder die erste Stufe. Diese Dreiklänge, die ich mit den Tonleitertönen bilde, nennt man tonleitereigene Dreiklänge. Also solange ich mich im Rahmen der C-Dur-Tonleiter bewege, sind diese Dreiklänge tonleitereigen. C-Dur ist ein tonleitereigener Dreiklang in C-Dur. F-Dur ist auch ein tonleitereigener Dreiklang in C-Dur, G-Dur und so weiter. Wir sind aber hier nicht in einer neuen Tonart. Das wird oft missverstanden. Man denkt, jetzt spiele ich einen F-Dur-Dreiklang, also muss ich doch jetzt in F-Dur sein. Nein, du bist immer noch in C-Dur, weil diese Dreiklänge, die du hier aufbauen kannst, mit den Tonleitertönen von C-Dur, die sind immer noch tonleitereigen in C-Dur. Du verlässt also hier die Tonleiter nicht. In dem Moment, wo du zum Beispiel hier den spielen würdest, der ist nicht mehr tonleitereigen, weil innerhalb von C-Dur gibt es kein Fis, kommt kein Fis vor. Mit diesen tonleitereigenen Dreiklängen kannst du zum Beispiel jetzt wunderbar Akkordfolgen bilden. Zum Beispiel erste Stufe, fünfte Stufe, sechste Stufe, vierte Stufe, erste Stufe und so weiter. Jetzt stellt sich die Frage, warum kann ich nicht einfach sagen, ja, das ist C, G, A-Moll, F, C. Kannst du, natürlich kannst du das sagen. Du kannst jetzt diese Akkorde spezifisch benennen. Durch die Stufennamen haben wir das Ganze halt abstrahiert. Ich kann es jetzt in eine andere Tonart übertragen. Ich könnte jetzt zum Beispiel in D-Dur spielen. 1, 5, 6, 4. Wäre die gleiche Tonfolge, das wäre die gleiche Akkordfolge, wie wir vorher gespielt haben, halt nur jetzt in D-Dur. Also diese Stufentheorie benutzen wir, um zu abstrahieren, um, wenn wir jetzt zum Beispiel in einer ganz anderen Tonart spielen wollen. Ja? Und dieses System kannst du natürlich auf alle 12 Tonarten übertragen. In der Stufentheorie stehen diese Akkorde gleichwertig nebeneinander. Die können hin und her geschoben werden und da ist nicht ausgesagt, dass zum Beispiel ein Akkord wichtiger ist als der andere. Zum Beispiel, dass der G-Dur-Dreiklang vielleicht wichtiger ist als der D-Moll-Dreiklang. Wie gesagt, die sind alle gleich wichtig. In der Praxis haben die Akkorde aber tatsächlich meistens eine bestimmte Bedeutung, eben eine bestimmte Funktion. Sie funktionieren auf eine bestimmte Weise zusammen und deshalb Funktionstheorie. Nehmen wir mal die fünfte Stufe. Die fünfte Stufe hat die Tendenz, zur 1 hinzuführen. Das ist wohl die wichtigste Schlusswendung, ist die 5, 1. Ja? Und deshalb gibt man der 5 zum Beispiel den Namen Dominante. Die sticht heraus, die ist dominant, die ist wichtiger als zum Beispiel ein D-Moll-Akkord, ja? Oder ein A-Moll-Akkord jetzt in dem Fall. Ja? In der Funktionstheorie unterscheidet man Hauptharmonien und Nebenharmonien. Also man sieht hier schon, es sind nicht alle Akkorde gleich wichtig. Die erste Stufe nennt man Tonika, die vierte Stufe ist die Subdominante und die fünfte Stufe ist die Dominante. Du siehst, das sind die Dur-Dreiklänge auf der ersten, auf der vierten und auf der fünften Stufe. Die Moll-Dreiklänge stehen auf der zweiten, auf der dritten und auf der sechsten Stufe. Und in der Funktionstheorie leiten die sich von den Hauptakkorden ab. Also es gibt von der Tonika aus betrachtet, gibt es eine Tonika-Parallele, das wäre A-Moll.
Von der Subdominanten aus betrachtet gibt es eine Subdominantenparallele, das wäre D-Moll. Und von der Dominante aus betrachtet gibt es eine Dominantenparallele, das wäre E-Moll. Jetzt kann ich unsere Tonfolge mit Funktionsbezeichnungen versehen. Ich kann jetzt sagen, okay, Tonika, Dominante, Dominantparallele, Subdominante, Tonika, Subdominantparallele, Dominante, Tonika. Auch das wäre Abstraktion, also ich benenne nicht die Akkorde, sondern ich benenne die Funktionen. Jetzt stellt sich die Frage, warum brauche ich zwei Systeme? Warum Stufentheorie? Warum Funktionstheorie? Zunächst mal, das sind einfach Theorien, die haben sich aus der musikalischen Praxis gebildet. Ja, die Funktionstheorie geht auf Riemann zurück zum Beispiel. Wer die Stufentheorie jetzt erfunden hat, weiß ich jetzt gar nicht, müsste ich nachschauen. Ist auch völlig wurscht. Also es sind einfach Theorien und man guckt natürlich in der Praxis, was beschreibt vielleicht Zusammenhänge besser oder was ist leichter anzuwenden, was ist für die Praxis günstiger anzuwenden. Im Jazz und in der Popmusik wird oft die Stufentheorie bevorzugt, weil es einfacher ist. Weil es gar nicht wichtig ist, dass ich jetzt hier sage, naja, das ist die parallele Tonart. Ja? Da sage ich einfach 1, 6, 4, 5. Ja? Ist simpel, geradlinig und praktisch. Ja? Und wenn man aber komplizierte Stücke in der Klassik analysieren will, dann ist es schon verdammt interessant, wenn man auch tief in die Tiefe geht und wirklich diese funktionellen Zusammenhänge anschaut und analysiert. Natürlich, in der Popmusik oder im Jazz gibt es auch diese funktionellen Zusammenhänge. Die sind nicht deshalb weg, nur weil man jetzt hier halt Stufentheorie benutzt. Ja. Also ich als Klassiker mag lieber die Funktionstheorie, weil sie viel genauer ist. Ich würde sagen, das kannst du ruhig pragmatisch sehen. Nutz das, mit dem du jetzt besser klarkommst. Ich wollte jetzt nur mal klären, was ist der Unterschied und auch dir die Möglichkeit geben, dich mal mit beiden Theorien ein bisschen auseinanderzusetzen. Fang mit der Stufentheorie an und dann gehst du vielleicht ein bisschen tiefer in die Funktionstheorie rein und dann kannst du deine Stücke einfach so analysieren, wie es für dich sinnvoll ist und wie es dir auch hilft in der Praxis. Wir machen Theorie ja eigentlich nur, damit wir besser spielen können. Theorie ist nie ein Selbstzweck. Das muss ich immer wieder betonen. Die Musiktheorie muss praktisch umsetzbar sein und anwendbar sein. Tiefer möchte ich jetzt hier nicht reingehen. Mir ging es jetzt darum, den Unterschied zu zeigen zwischen Stufentheorie und Funktionstheorie. In weiteren Videos werden wir dann konkrete Akkordfolgen besprechen, Kadenzen. Und da zeige ich dir dann an konkreten Beispielen die funktionellen Zusammenhänge. Ja, überleg dir das mal, schau dir die Dinge mal an, versuch mal ein Stück, was du gerade spielst, ein bisschen zu analysieren und schau mal, was du damit anfangen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß, viel Erfolg dabei.